Diese Mädchen haben sich gegen ihre Konkurrentinnen durchgesetzt und wurden von Heidi Klum zu Germany's Next Topmodel gekürt. Wir verraten euch, was die bisherigen Gewinnerinnen von GNTM heute machen. Los geht es mit Lena Gerke. Sie war die erste Siegerin von Germany's Next Topmodel und auch die erfolgreichste. Mittlerweile ist Lena aus der deutschen TV-Welt nicht mehr wegzudenken. 2015 moderierte sie an der Seite von Tore Schölermann erstmals die Castingshow The Voice of Germany. 2022 legte Lena als Moderatorin eine Pause ein. Auf Instagram verrät sie, dass sie sich dieses Jahr voll und ganz auf die von ihr gegründete Leger GmbH konzentrieren möchte. Barbara Mayer setzte sich im Jahr 2007 gegen ihre Konkurrentinnen durch. Die rothaarige Schönheit lief schon unzählige Male auf der Berliner Fashion Week. Die nächste GNTM-Gewinnerin hat sich aus der Modelwelt komplett zurückgezogen. Die Rede ist von Jennifer Hof. Sie gewann 2008 die Show. Sie zog sich aus dem Rampenlicht zurück. Auf Instagram fasst Jennifer zusammen, dass sie neben dem Modeln auch Gamerin, Mutter und Steuerfachangestellte ist. Bei der vierten Staffel von GNTM ging Sarah Nuro als Siegerin hervor. Auch heute noch ist sie erfolgreich als Model tätig und arbeitet außerdem als Schauspielerin und Moderatorin. Aliza Elabouni darf sich Germany's Next Topmodel 2010 nennen. Sie ist immer noch Model und läuft regelmäßig in London, New York und Paris über den Laufsteg. Jana Bella gewann 2011 die Show. Mittlerweile hat sie mehrere Backshops. Luisa Hatema gewann die siebte Staffel von GNTM. Seitdem ist sie ein erfolgreiches Model und kann sich vor Aufträgen kaum retten. Die nächste Gewinnerin hat sich aus dem Business zurückgezogen. Lovelyn Innebecki ging in der achten Staffel als Siegerin hervor. Um sie wurde es mittlerweile ruhig. Sie gehört wohl zu den erfolgreichsten GNTM-Gewinnerinnen. Stefanie Giesinger. Bis heute ist sie ein gefragtes Model und darf sich auf Instagram über 4 Millionen Follower freuen. Nach Stefanie konnte sich Vanessa Fuchs den Titel von Germany's Next Topmodel sichern. Die Schönheit ist ebenfalls sehr aktiv auf Instagram und modelt immer noch. Auch die nächste GNTM-Siegerin ist auf den sozialen Netzwerken sehr aktiv. Kim Nizdo. 2017 wurde Celine zur Siegerin gekürt. Auch sie feiert immer noch große Erfolge und ergattert einen Modeljob nach dem anderen. Und auch auf Social Media startet sie jetzt so richtig durch. Auf Instagram und TikTok gibt sie Einblicke in ihren Alltag. 2018 holte sich Toni Dreher-Adenuga den Sieg. 2020 übernahm sie die Hauptrolle im Musikvideo zu Like I Love You von Nico Santos und Topic. Simone Kowalski wurde 2019 Germany's Next Topmodel. Seither wurde es etwas ruhiger um die Blondine. 2020 sorgte sie erneut für Aufsehen. Sie posierte in der Mai-Ausgabe des Playboy. 2020 gewann Jackie Wruck die 15. Staffel. Heute ist sie immer noch als Model tätig. Zudem hat sie seit Herbst 2021 einen Podcast mit Harald Dobmeier, der den Titel Jackie und Harry – Schönheit vor Alter trägt. 2021 holte sich Alex Mariah Peter als erstes Transgender-Model den Sieg. Schon kurze Zeit nach GNTM schloss Alex ihren ersten Werbedeal mit Kylie Jenners erfolgreicher Kosmetikline Kylie Cosmetics ab und arbeitet bis heute als Model.